Hello, welcome to Landwirtschaft Simulator 2013. Und damit möchte ich euch begrüßen und ich möchte auch Bye-bye sagen für diese Map hier. Und ich sage erstmal Hallo Basti. Hallo Danny, ja. Wir sind jetzt ein paar Stunden hier gewesen. Ein paar Tage, Nächte haben wir gearbeitet. Bei Regen, bei Sonnenschein. Ne? Ja, das stimmt. Und ja, wir hatten ja gesagt, dass wir auch andere Maps besuchen wollen. Und das werden wir auch machen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Also, wir haben euch großteils jetzt alles gezeigt, was in dieser Map alles so machbar ist. Und ja. Wir haben zwar nicht alles gekauft. Wir haben zwar nicht alles gekauft, aber wir haben ja noch mehrere Projekte vor hier, gerade bei Landwirtschaftssimulator. Und ja, wie gesagt, ich habe weniger Parts, weil ich konnte es leider zeitlich nicht so oft bringen, weil ich noch andere Projekte habe und die auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also habe ich bis den dritten Part. Ja, ja, wenn ihr dann wirklich verfolgen wollt, was so alles passiert ist mit den lustigsten Momenten, dann schaut gerne bei Basti rein, bei BLP. BLP TV. Ja, genau. Jetzt war es weg. Ja, aber das wird noch verlinkt unter deiner Seite, das haben wir schon abgesprochen. Umgekehrt genauso. Ja. Also wenn ihr nicht wisst, wo Basti sein Kanal ist, ist es überhaupt kein Problem. Ein bisschen runter scrollen und schön habt ihr unten den Link. Genau. Wenn ich ihn nicht vergessen habe. Bei dieser Verabschiedung dachten wir, wir ernten nichts, wir pflügen nichts. Ne, wir wollen. Ja, wir fahren jetzt in die Gegend. Wir haben ja nicht viel gezeigt in der Zeit, wo wir jetzt hier waren. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal den Berg hoch hier. Ja, so. Wir werden hier mal ein bisschen Remi-Demi machen. In Schnellflug werden wir mal hier die Map durchfliegen. Ja. Und ja, wie gesagt, wir haben vieles vor. In der nächsten Zeit werden hier neue Maps zu sehen sein. Ja, eure Maps, die ihr erstellt habt, werden wir ausprobieren. Und wenn ihr vielleicht Ideen habt oder ihr habt ganz zufälligerweise gerade eine Map gebaut und möchtet sie gerne präsentieren, könnt ihr sie gerne unter den, ja, genau, schreibt uns einfach an. Schreibt uns an und schickt uns einen Kommentar. Wir lesen das ja regelmäßig durch, wenn was da ist. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Und ja, wie gesagt, wir werden dann alle in einen Topf schmeißen. Mal sehen, wie viel es werden. Wenn es bloß zwei werden, brauchen wir die nicht in den Topf zu schmeißen. Nein. Ich glaube, ich stehe an der Gleise. Nee. So, wie gesagt. Zieh mich raus. Ich soll dich rausziehen. Zieh mich raus. Und wie gesagt, es gibt da noch so einen Punkt. Ja, wir suchen noch einen Mitstreiter, der mit uns hier ein bisschen Ackerbau betreibt. Ja, wir dachten uns, ja, wir sind zu zweit hier auf der Map. Ja, jetzt fällt er sich selber fest. Ne? Wir dachten uns, wir suchen noch eine Person, männlich, weiblich, ist egal. Hauptsache hat Lust am Spiel. Jetzt denke ich. Das ist ganz wichtig, die Person muss Lust am Spiel haben. Ein bisschen verrückt kann auch nicht schaden. Ja, meine Lieben, da hat er recht. Wir suchen hier noch einmal ein... Oh, scheiße, scheiß Ding hier. Oh. Ich bin raus. Was ist das? Ich stecke... Was ist das? Ich stecke jetzt auch fest. Ich steig um, ich gehe jetzt hier auf den Hof und steig um. Wie gesagt, wir suchen noch einen Mitstreiter und ja, wenn ihr vielleicht Interesse habt, aber ihr solltet es nicht so machen, nur dass ihr mal irgendwie auf unserem Kanal seid oder so, das sollte nicht das Ziel sein. Nein. Wir suchen einfach nur Leute, die mit uns Spaß haben wollen, die mit uns vielleicht ein bisschen farmen wollen oder einfach mal mitquatschen wollt hier. Erfahrung teilen oder. Ja, so, natürlich. Ne? Wenn ihr vielleicht Interesse habt oder ihr habt vielleicht noch mehr Erfahrung hier in dem ganzen Spiel, ja, sind auch die Leute gern gesehen. Genau. Und, aber ihr solltet es nicht des Status machen. Nein.
Weiter kommt er bei uns nicht weit. Sagen wir es gleich. Boah, wir machen das umgekehrt. Wir suchen uns einfach ein. Hey, hier ist ein Heuballen gelassen. Also ihr solltet schön in den Kommentarfeld schreiben, was euch so ausmacht, was eure Hobbys sind, wer ihr überhaupt seid und was ich habe einen Faden verloren. Ja, warum? Warum? Genau, das war's. Ja, wir machen das jetzt schon zum vierten Mal, ehrlich gesagt. Wir versuchen jetzt schon zum vierten Mal diesen einen kleinen Part hier, diese Verabschiedung aufzunehmen. Und jedes Mal ist was schiefgelaufen. Ja. Und das werdet ihr gerne auch sehen. Also, das soll nicht verborgen bleiben. Ja, ich mache hier ein Best-of. Oh ja. Also generell von meinen Spielen und mit dem Basti natürlich habe ich auch viele lustige Momente rausschneiden können, also wahrscheinlich das meiste. Und ja, wie gesagt, darauf seid ihr nicht verzichten, da ich habe das Video schon in Bearbeitung. Wann es erscheinen wird, kann ich leider noch nicht sagen. Es kommt darauf an, wie weit... nicht schon wieder. Wie lange das dauert, aber so wie man sieht, könnte das nicht mehr so lange dauern. So, wie gesagt, also das dauert doch alle seine Zeit. Ich möchte so einen 15-Minuten-Part machen, aber auch die 15 Minuten müssen erstmal gefüllt werden. Das stimmt, weil es sind immer die kurzen Momente, die am besten entzücken. Das stimmt. Aber ihr sollt nicht drauf verzichten, das soll nur mal so gesagt sein. Ja. Wir können uns sagen, wir haben uns schon ein paar Maps rausgesucht. Wir haben, glaube ich, schon eine kleine Entscheidung vielleicht gefällt, welche wir als nächstes machen. Es wird genauso lustig wie dieses, wie unser letzter Part, mit der mit Lachen aufgehört hat, wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Es wird lustig. Ja, natürlich wird diese Map hier auch bewertet. Ist wohl die originelle Map von LS 2013, aber auch die hat eine Bewertung verdient. Natürlich, ich sage Aussehen, sage ich 5 von 10. 5 von 10, ja, gut. Ja. Da war ich ungefähr bei 6 4. von 10. Ja, na gut. Ja. 5 bis 6, sagen wir mal. Sagen wir 5,5. Ja, dann gibt es noch natürlich der Spielspaß. Der darf hier nicht leiden. Wenn der ganze Spielspaß leidet, leidet das ganze Game. Das ist das Problem. Aber was geben wir? Spielspaß 7? 6? 7? 7, ja, ne? Ja, 7 ist eine gute Zahl. Und wir machen hier gerade eine auf Kerze. Und wer möchte unten durchgehen? Ich glaube, du musst dein... Ja! Ja! So. Ja! Wir haben es geschafft. Ja, wie gesagt, also von mir gibt es hier einen Spielspaß. Ja, eine gute 8, eine gute 8. Ja, das ist auch gut. Wir hatten jetzt in den letzten Momenten sehr viel Spaß. Ja, Grafik zumindestens. Gebe ich hier gerne eine 7. Ja. Hätte wohl noch ein bisschen verbesserungswürdig kommen können, aber es ist, wie gesagt, es ist die Anfangsmap für Anfänger. Schlepp mich ab! Schlepp mich ab! Ein normaler Spieler, der hier jahrelang schön tätig ist, der wird sich wohl kaum noch mit der originalen Map zufrieden geben, aber das ist ja das Anfangs. Ja, wir haben damit angefangen, weil es ist eben die erste Map. Wir mussten erstmal reinkommen, wir sind ja auch Frischlinge in diesem Spiel. Ja, das stimmt. Ne? Ja, ja, wir hatten das Aussehen, wir hatten den Faktor, was haben wir noch? Ja, Größe. Größe, ja. Größe ist in Ordnung für die erste Map, das ist vollkommen ausreichend. Hier sind Felder, da brauchst du mindestens 4 Leute, um dran zu arbeiten. Ich glaube, wir sind auch gerade beim größten Feld. Ja, oder beim zweitgrößten. Nee, das größte Feld, glaube ich. Das könnte man so zählen, ja. Ja. Ja, wie gesagt, also was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, dass kein Regen gekommen ist, wo eigentlich Regen angemeldet war. Ja, es war nur ein bisschen nebelig oder ein bisschen dunkler am Tag, aber das war's auch. Es ist nichts nass geworden. Ja, da hat was gefehlt. Das stimmt, also ich weiß nicht, ob das der Regen sein sollte, aber ich habe zumindest nicht das abbekommen, was ich abkriegen hätte sollen. Leider nicht. Also, das ist zumindest überarbeitungsfähig. Ja, aber es ist eben die Standard-Map. Ja, natürlich. Aber ich hätte mir zumindest gedacht, dass ein wenig Wasser kommen könnte. Da komme ich gleich zu dem nächsten
Punkt, was ich hier kritisieren muss, ich habe leider nichts zum Wasserholen gefunden. Nee, wir sind zum Wassertank gefahren, zum Wasserturm gefahren, wir sind an den Fluss gefahren. Ne, wir wussten nicht, wo wir unser Wasser herkriegen. Na gut, am Ende war das nicht ganz so schlimm, sag ich mal so, aber es ist enttäuschend. Ja, das stimmt. Ja. Oder wir waren einfach nur zu blöd und haben das Ding übersehen. Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht schreibt ihr uns jetzt gerade in die Kommentare, wie wir es mit euch tun. Das ist wie, das ist nämlich da und da und da. Ne? Ja, da tut es uns nämlich leid. Das stimmt. Das aber das, wie man sagt, ist nicht alles Wasser am Ende. Ja, wie gesagt, wir beenden hier diese Map, weil großartig kann man hier nicht mehr viel zeigen. Nee, wir haben zwar auch nur ein paar Felder gekauft, aber selbst die Felder haben gereicht, ehrlich gesagt. Ja. Man war schon sehr lange, wir waren abends bis manchmal bis früh morgens hier dran gewesen. Und man hatte schon viel zu tun. Das stimmt, also wir haben ja wirklich Zeit investiert, also das war nicht mal mit 5 Stunden am Tag abgegessen, das ging nicht. Also das waren dann schon ab und zu Felder, ihr wisst selber, ihr habt es verfolgt, das hat echt Zeit in Anspruch genommen und deswegen brauchen wir auch einen dritten Mann, weil... Oder eine Frau. Oder eine Frau, natürlich. Entweder wir suchen einen Bauern oder eine Bäuerin. Das die beste Bewerbung. Natürlich auch gerne gesehen, also zumindest solltet ihr, ja... Wie alt sollte der Bewerber sich fühlen? Also, ja, scheide mal. Ja, zumindest müsste ich mich mit Ihnen noch unterhalten können, sag ich mal, in guten... Na, 16, 18. Ja, 49. Er sollte schon 16, oder? Ja, ich sag mal so, 16 sollte er schon sein. Wir sagen mal so, schreibt einfach in die Kommentare, wie alt ihr seid, ob ihr das schon gespielt habt, wie viel ihr schon gespielt habt, erfahrungsmäßig. Dann kann man schauen. Es können dann auch Jüngere sein, ne, wenn man das... Ja, natürlich, man ist alles... So ist es nicht, wir wollen uns ja manuell, ich entscheide das jetzt nicht so, ich entscheide das mit dem Bewerber, wenn ich mit ihm rede und... Genau. Der darf nämlich mit uns auf Skypen und dann kommt er so mit uns auf die nächste Sendung in der nächsten Map oder vielleicht auch in dieser Map, wenn er Lust hat. Ja, das ich komme auch gerne wieder zurück. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Kurzschluss, aber... Wir können ja nicht mal viel aus dieser Map zeigen, außer dass wir jetzt noch 2-3 Felder kaufen würden. Aber das ist nicht der Sinn des Spiels. Der Sinn des Spiels ist einfach zu ernten. Aber das haben wir ja großteils alles in den ganzen Videos vorher gemacht. Ja. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Wir wollen was Neues erleben. Wir haben diese Map gespielt und wir wollen was Neues sehen. Genau. So, wo fahren wir jetzt noch hin? Ja, würde ich so sagen, wir sind unten angekommen hier. Wir sind ja gleich fertig, der Part. Die 15 Minuten sind in 1,50 um. Ja, dann würde ich sagen... Ja, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt und danke, dass ihr überhaupt die ganze Zeit hier Schwerkraft alles verfolgt habt und wir sehen uns dann in den nächsten Maps. Abonniert uns, gebt uns grüne Daumen. Wenn es euch gefallen hat natürlich, wenn nicht, ja dann halt nicht, ne? Aber wie gesagt, wir versuchen ja alles, um euch ein bisschen abzulenken von den Alltag, aber wie gesagt, wir sehen uns dann in den nächsten Part wieder, die wir dann mit einer neuen Map starten würden. Ja. Und ja, mein Machtwort ist gesprochen. Perfekter Abschluss, sage ich jetzt mal. Mein Machtwort ist auch, es hat Spaß gemacht. Es wird immer Spaß machen. Man kann Blödsinn bauen, wie schon gesagt. Ne? Der Danny verpisst sich gleich vor Lachen. Warum ihr so lachen, würdet ihr in dem Best-of dann sehen. Dann wisst ihr. Oh ja. Da werdet ihr auch ein paar Teile sind die Offscreen gemacht worden, ein paar Teile sehen, die wir jetzt rausgeschnitten haben, weil es ist eben unser vierter Versuch, das Ding hier aufzunehmen. Das war eine Qual. Wir haben Bauchschmerzen bekommen. Und wir nehmen den auch jetzt so. Und damit sagen wir ciao, ciao, gute Nacht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.